Der Ralf bedankt sich mit dem Platz. Ich gehe aber auch in den Weg an. Ja. Man sieht, warum es Modellsport heißt. Der Ralf läuft auch gerne anscheinend und geht seinen Flieger holen. Ja, jetzt habe ich zwei Jungs angekündigt, der Elias und der Moritz. Der Elias hat eine extra 330 mit 2,40 Meter Spannweite. Wiegt ungefähr 8,5 Kilogramm. Der Moritz hat einen Aliexpress. Ja, Elias, der Elias, der einer von den jungen Wilden von gestern Abend, von den Dämmerungshöhen, die wieder alles gegeben haben, dann wurde er das überlebt. Ja, das wollte ich schon nicht fragen. Also, ich habe nicht mehr so die Mühe gehört. Ja, ich komme dann mal danach. Ja, klar, gerne. Ja, und wie gesagt, was man aushört, wenn man so ein Gerät unterhält, jetzt in Slowakien, jetzt schon scheint, auf einem Modellflugplatz, da kann man die ganze Woche fliegen. Schwer bis dran? Ja, die waren im Modell zu gehen, aber ich glaube, es ist jetzt die Jahre einfach nach hinten, bis raus in die Winter zu kommen. Das ist ein Modellflugplatz, der war nicht so krank, weil ich dann nicht mehr. Modellpiloten fahren über der Runde, haben da ein, zwei Tage, eine Woche Spaß. Und ja, lebt dort, ihr Hobby ist zu existieren. Man findet ganz viele Videos, wenn man sich mal schaut. Hier Luft, hier Flugfähre. Ja, ein Teil, das ist sehr gut. Und am nächsten Ort, wo ein Hut fährt, wo ein Hut Wenn ihr mal einen T-Shirt machen wollt, will ich. Im Chat. Was? Das war nichts, Alter. Zuni. Nee? Im Chat, wenn ihr ihn einsieht. Doch, das habe ich gesehen, ja.
Was ist?
Wir lassen uns überraschen. Sehen wir den Sebastian Huber, er ist schon gestartet mit seinem Fox. Der Fox ist ein Kunstbezirker, ausgestattet hier mit einem Nasenantrieb mit 6S. Aber der Toni hat eine Tierreich genommen. Man hört sie auch schon, bis irgendwo aus Lüschenbach, Hamburg, Autobahn kommt. Ach, jetzt sehe ich sie. Ja, und dann kommt die Eichhörn.
die Landung nördlich des Rheinlands, aber nachher werden wir die nochmal etwas näher sehen. Hier vorne auf dem Platz ist, nein, wir müssen hier rüberkommen. Das ist ganz einfach für den Vorfall. Und dann
Ball. Ja, bin aus vorhin gelernt. Ja, dann haben wir gerade noch mehr bei 59. Wünsche ich ja soweit auch. Ja, das hat geklappt. Ich gucke dann als nächstes. Yeah.
Aktion sind ein riesen Applaus wert, weil das ist echt schlecht. Ist das auch zum Teil möglich. Aber man sieht, was von selber im Bereich des Jahres letztendlich passiert ist. Am Anfang hat man relativ einfache Verbindungen hergestellt. Heute sind die Grundbedingungen. Tom Vincent. Und. Ui. Aber jetzt Tom. Gib's ihm! Jawohl, noch einmal! Die gute Kolbe da. Ja! Kolb!
Schönen Dank, Bonbon auf dem Garten. Also, wie kommt ich denn? Wenn ihr Lust habt auf Bonbons, dann kommt nach dem Blutabwesten Bankamt und kommt hier bei uns in den Vorbereitungsraum. Dort sind einige Mitglieder bei uns aus dem Verein. So, am Start ist der Tom Bogner mit seiner Schräger. Die Schräger ist eine komplette Einkonstruktion von ihm selbst. Er hat die konstruiert, gezeichnet, gebaut. Der Motor ist was ganz Besonderes. Hier geht's um. Das ist ein Dreizylinder-Kollmotor mit 230 Kubikzentimeter. Das ist das, was ich meine. Der Motor macht keinen Klang, der Motor macht Musik. Dem Modell, im Original ist das eine, basiert dieser Opa auf einer P51 Mustang. Im Flieger wurden dann im Original die Flächen gestutzt, sie wurde leichter gemacht, die Kabinenhaube wurde verkürzt auf eine Einsitzer. Damit wurden dann die bekannten Renault Air Races geflogen. Die Maschinen wurden quasi komplett optimiert auf Endgeschwindigkeit und Gewicht. Und der Tom hat diese Maschine im Original nachgebaut.
So, der Tom hat an seine Springer das Fahrwerk ausgefahren. Die Landeklappen sind gesetzt. Das heißt, wir können steigen zur Landung erwarten. Für deinen Einsatz. Tom Bunkner ist aus der Nähe von Passau zu uns gekommen, zum ersten Mal hier. Wir hoffen, wir können ihn auch in den Folgejahren wieder für unsere Veranstaltung begeistern. Vielen Dank, Tom. Jetzt wird es gefährlich hier. Wir gehen auch gleich alle nach hinten. Naja, wir gehen nur noch einen Song. Alle, die nicht fliegen, bitte in Zaunnähe, ja? Abwerfen und runter. Darf ein Helfer beim Pilot bleiben? Schon abwerfen, wenn du möchtest. Hast du gesehen, was passiert? Ja, deswegen, ich habe mich ja weggeholt. Kann von mir bleiben. Einmal auf dich her. Also ich habe eine gute Startseite. Jawohl, die erste Portion vor uns ist abgebrochen. Und ich noch, glaube ich, als erstes mal schnell machen, weil der Video, der Ralf sagte, er hat jetzt gerade ein bisschen mit dem Wind, den wir hier oben haben. Und dann will der Guido das auch nochmal probieren. Die anderen beiden Piloten bleiben sehr los. So, Bernhard auch abgeworfen vor die Füße. So, Platz 3, wir sind jetzt nochmal hinten den Guido, den müssen wir nochmal ein bisschen anfeuern. Genau. Also, bitte, feuert mal den Guido an, damit er die Bonbons in den Himmel bekommt. Jawohl. Wir wollen Bonbons.
Und die Bonbons. Also wir wollen Bonbons. Wir wollen Bonbons. Schnepper, Lando. Ja. Genau. Hast du noch Platz drin? Alles klar. Guido, ich bin auch noch voll, ne? Ja, ich muss jetzt arbeiten mit einer großen Abgabe. Ich bin viel zu schwer. Ich ziehe die Bonbons abzuhören. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Der Christoph Hemmert hat auch noch die Bonbons abgehoben. So, Leute, ich freue jetzt mal den Vito an. Vito, so, du bist ganz schön hoch. Ja, ich bin schon dran. Mal die Daumen, bis die Klappe aufgeht. Was? Die Klappe ist noch ziemlich dumm. Ja. Oh oh. Komm runter, Guido. Nein, Achtung! Dann bleib ich oben, weil die Preise bei dir rechts kommen. Ja, das ist. Naja, also die Bonbons sind unten. Wir wollen mal hoffen, dass das Modell unbeschadet blieb. Vielen Dank, Guido. So, der letzte Schlepper, der Christoph, ist im Landeanzug. So. Und jetzt nochmal die ganzen Kinder. Was wollt ihr haben? Ja, jetzt kann ich. Jawohl. Das ist doch mal gut aus. Ich muss gestehen, dass ich mir auch nicht üben. Ich bin hier. Die Oliver ist vorne dabei. Das gibt mir so nicht. Der hat jetzt alles im Eck. Der war mit 3 Kilo hinter. Ich würde sagen, kommt mal alle zurück wieder hinter die Linie, dann können wir den Flugbetrieb wieder aufnehmen. Wir haben noch viel zu zeigen heute. Der Fahrer der Bonbon-Schlepper hat fast unbeschadet überstanden, er hat einen Arm verloren. Es gibt noch kleine Reparaturen, notwendig, der Pilot hat sich geborgen noch. Als nächstes wird er ein Warburg im Kampfpunkt geflogen von dem Knall. Wolf auf der Fall. Der Frank Scher mit einer T7 und 40 Sonderbau. Und als letztes ist das der Michael-Kraft hier mit einer Motor. Die Stelle, also der gute Mann, verbessert, das ist die Stelle. Die
ein Mix von lauter Motoren. Jetzt hier die erste Corsair, jetzt im Überflug mit angetrieben von einem 15 Liter Sternmotor mit 282 cm verbaut.
Hopp, hopp. So, der erste Kurs ist wieder am Boden zurück. Vielen Dank für deinen Vorführung. Der Frank und der Rollen, die Noten sind jetzt noch ein bisschen aus. Auch hier werden wir gleich die ersten Fahrwerke sehen. So, die Kurs vom Rollen. So, die letzte Maschine, die in der Luft ist, nochmal ein paar Tage dazu, auch komplett selbst kontrolliert, entworfen und gebaut. Die Maschine ist voll im Holz gebaut worden von dem Pilot selber, von dem Frank. Fahrt ist aufgefahren, man hat das gesetzt. Ja, das ist einfach nicht so wunderbar. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Die Maschine ist ausgestattet mit einem ganz besonderen Triebwerk. Es handelt sich hier nicht um einen Golfmotor, sondern hier ist eine Turbine mit einem Getriebe installiert. Das heißt, im Hinteren, hinter diesen Abgasrohren ist eine richtige Modellturbine, die in Jets auch verbaut. Diese treibt ein Planetengetriebe an und diese wiederum den Propeller. Der Startvorgang ist ein bisschen komplexer, es geht alles per Fernsteuerung. Es dauert aber eine halbe Minute, bis dieses Triebwerk hochgefahren ist. Der Alexander bekommt dann nach vollständiger Hochfahrt vom Triebwerk das dem Sender übergeben und hat dann die Kontrolle über das Triebwerk. Die Maschine an sich ist sehr groß, hat 3 Meter Spannweite, eine Hubfläche von 2,65 Meter, ein Gewicht von 23,4 Kilogramm. Das Triebwerk, wie schon angesprochen, das ist ein Turboprop, der Marke Champion, SPT-10. Der Alexander wird unterstützt von der Firma Multiplex, von Powerbox. Die unterstützen ihn ein bisschen bei Zusammenstellung von seinem Einzelnen. Er hat eine Smoke-Anlage verbaut, das werden wir auch gleich sehr deutlich sehen, das Flug. Wir lassen uns mal überraschen, was er uns zeigt. Viel Spaß, Alex. Thank you.
sauber gelandet. Vielen Dank, Alex und Danico. Super. Ja, wen haben wir denn da? Ganz viele Shows, ganz viele 9 Minuten. Da kann man wirklich jeden Flieger in die Hand geben. Wir haben nicht alles. Er ist letztes Jahr bei der Erinnerung an die Schrittmaschine von mir geflogen. Alle Prügel waren falsch rum, dem Olli war es egal. Er hat sogar noch mit der Maschine geschleppt. Er war gestern Abend bei den Jugendwilden dabei. Bei diesen 8 verrückten Maschinen, wo der Leute geflogen sind, eine ist nur noch halb gelandet, aber gelandet ist nicht mehr hin. Und diese Maschine hat unbeschadet überlebt. Wir sind gut gewarnt, was er uns hier gleich zeigt.
Spiegel, dreh dich mal um. Guck mal, von vorne sehe. Ist der Vater auch dabei, ne? Der Vater auch dabei? Nee, der war gestern da. Gestern? Ah, du darfst ja schon alleine fahren, gell? Ja. Ah, ja. Sven Jochen soll bitte mal an die Flugleitung oder an die Hüftbrücke vorne
sehr stromsparend. Ich habe noch 58% Akku. Wir können noch nicht viel schneller. Eben.
schönen klassischen harmonischen Kunstflug. Thank you.
den Kraftstoff aufzubauen. Eine Regelung der Triebwerke ist hier nicht möglich. Triebwerk hat jetzt genau wieder ein Jahr Ruhe, dann kommt ich aber wieder. Ich denke auch, und ich gehe davon aus, alle Modelle, die ist ja etwas Schiffprogramm, werden nächstes Jahr wieder am Start sein. Ich danke dir auch nochmal ganz herzlich. Ich danke dir auch nochmal ganz herzlich. So, da haben wir die Enkelin von Herbert und den Leon Hartke. Ja. Hier, der Herbert kommt noch.
Thank you.
waren von vorne in der Flug. Wir haben in unserer Fahrt wieder aufgefahren. Die Nadel ist jetzt gleich langsam ausgefahren. Und ich denke, in der nächsten Runde wird der Michael dann zur Landung reinkommen. Thank you.
hinten laufen, da wurde schon ein bisschen Öl eingespritzt. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was der Sebastian da an den Hügel zaubert. Mit einer völlig fremden Maschine ist diese Maschine noch nie geflogen.
großen Applaus. Ja, und da sieht man unsere Modellpiloten an und wir haben ja einen sehr großen Vertrauen und kennen mich und wissen auf jeden Fall, welches Modell an die Hand geben können. Hey, lass mal. Moment da, nicht. Danke, danke. Dennis, dein Applaus. Ich kenne eine Person, die eben zu mir gesagt hat. Ist nochmal mit seinem Lastenbein in die Luft gegangen.
Spannweite 2,10 Meter. Also mit Boxermotor. Und dann auch ein 3-Meter-Punkt-Elis. Es war anscheinend gut, also gehe ich davon aus, wir sehen uns.
Ja, wie gesagt, heute Nachmittag hatten wir schon mal ganz kurz hier, Toni Eichhorn. Der hat jetzt, komm mal schnell vorbei, ich treibe mal eine Fliege. Und irgendwo hier in dem Luftraum, über hier bei dieser auf. Ich weiß nicht genau wo. Ja, Standardlänge, gleiche Frage. Bereit machen. Für mehr Programm. So, ganz links vom Flugplatz meine ich den Punkt zu hören und zu sehen. Links oben. So, und Rosi hat mir das gerade bestätigt mit der Kamera und dann Objektiv. Links oben, gleich über den Flugplatz.
Ja, Toni kommt jetzt nochmal nach dem Überflug hier schon raus. Ihr könnt ihm alle nochmal mit Englisch verabschieden. Ne, der Toni hat Arbeit aus dem Fahrrad. Ja, ich weiß auch nicht, was er jetzt so hat. Arbeit ausgefahren, hat geklappt, das war eigentlich heute immer der Punkt, dass die Liga zur Lande reinkommt. Ja. Okay, fährt Fahrwerk wieder ein, ich denke, es ist besser, wenn er in Hexlach ist. Ja. Wenn Sie Interesse haben, mal mitzufliegen, dann schauen Sie einfach mal auf die Internetseite von Eichhorn nach, von den Eichhörnern, und dann man kann fliegen, auch mitfliegen, machen dann auch das Bus von den Fliegen im Flugzeug. Ich kann mich erinnern, wir haben auch noch eine extra, die reagiert noch ein bisschen mehr. Und ich bin auch ein Video, das ist bekannt, keine Ahnung. Das war auch so ein Wir werden sie wahrscheinlich hier nicht mehr sehen. Aber wir haben jetzt diese TP3Y, was im Prinzip ein Jet-Trainer ist, wie man sie auch von vielen anderen Herstellern kennt. PC7, PC9, PC21, Lagos. Ja, und umso mehr sie applaudieren, umso
Deshalb hinterlassen Ihnen zeigen, was mit dem Modell alles möglich ist. Einmal mit Domino und einmal mit E-Impeller. Das habe ich auch schon öfters gesehen, das fand ich auch gut. Und jetzt hier tief über dem Platz mit Bock, Lars Geller! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Dabei, die mit 8 Modellen geflogen sind. Also das war gestern Abend richtig spektakulär. Mein vollster Respekt, dass ihr mit 8 Modellen gestern gegen die Lüfte geflogen seid. Wirklich klasse. Ja, jetzt nochmal einen tiefen Messerflug gegen den Platz. Wahnsinn.
Ja, und ich möchte mich nochmal bei Lars, bei Daniel bedanken, dass ich mir immer vom Mikrofon gegeben habe für die Moderation. Und ich will sagen, ich bin hier mit ganz vielen dabei, nochmal irgendeinen Applaus, dass ich das hier so gut organisiert habe. Und dann werden wir dann einen Applaus nochmal. Und wenn ihr sagt Bescheid, wir kommen gern zum Feiern. Ja, vielen Dank, Robin, für deine Moderation. So, am Start haben wir Vater und Sohn gespannt. Den Michael Anders und den Jan Anders. Ich glaube, dieser Vater und Sohn gespannt. Wenn du mal guckst, was das ist, weil ich hier bin.
Achtel kommt rein. Joel rollt zum Start. Ich bin gespannt, was nun passiert. X-Card von Sexto. Aber während des Flugs wird nicht aufgemacht. Bitte? Während des Flugs wird nicht aufgemacht, oder? Okay, danke. Thank you.
Wurde abgeschaltet, das Modell nochmal auf den Rücken gelegt, kurz vor der Landung aus Starberg. Vielen Dank für die Anforderung. Also diesmal ist alles dabei. Dieses Mal ist alles dabei. Ja, aber war halt viel rumgehampelt und Gulasch. Thank you.
Bei den Olympischen Spielen, hätte ich jetzt gesagt, Medienauflauf. Hat jeder alle Fotos gemacht? Gut, wir können jetzt den Transport machen. Ich kenne die Leitenden nicht, ja. Das ist der Michael und der. Von wo? Ich komme weit aus dem Lotten. Oh, liebe Gott, ne?
genannte Händel HS 429 B2. Er hat gestern Abend schon mal, ist er schon mal geflogen, da hat er am Anfang gesagt, heute Abend. Für dieses Modell muss es relativ windstill sein oder auch ein gleichmäßiger, leichter Wind ist in der Verbindung sein. Aber heute Abend ist perfektes Wetter dafür. Er fliegt seine Hände hier vor uns vor. Er hat 2 Zentimeter 38, er kommt 2x 38 Liter verbaut. Die Maschine hat Gewicht, obwohl sie gar nicht so groß ist, von 24 Kilo ist sehr gut gebaut. Mehr Holzbauweise. Dadurch werden die Modelle schon etwas schwerer. Ursprünglich oder während des Zweiten Weltkriegs wurden die Flugzeuge als Erdkampfbombe entwickelt. Ja, leider von den Bomben, aber sehr, sehr schönes Modell, sehr kompliziert aus. Dann sind es wieder von den Bomben. Wir haben heute Abend von uns, von der Rolle von Problemen, die wir
Welt. Und ja, jeder ist willkommen, jede Radio lieben. Alle dürfen ihrem Hobby nachgehen. Ja. Beide, Westerwald. Und Gummersbach. Da bin ich früher auch schon hingefahren, zum Kartrennen. Siehst du? Aber wir kennen die schon ewig, ja. Die sind in unser Wortwerk. Vorhin haben wir die Menschen gesehen, die Leonard.
reinkommt, da ist doch ein gewaltiger Unterschied in den beiden Modellen zu sehen. Er ist viel tiefer und deswegen ist er viel langsamer. Ja, Leonard, hier eurer Mannschaft in Herbert, weil er ist ja schon wieder hier vorne. Riesengroßen Applaus auch für das, was ihr hier jedes Jahr für uns auch wieder gemacht habt. Und ganz toll, dass ihr auch die weite Anweisung in Haufen verbracht. Ich hoffe, dass ihr den noch erholen wollt. Ja, Abreisen filmen.